MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu meinen Top 5 rechtes Mittelfeld. Ja, legen wir los. Auf Platz Nummer 5 habe ich mich für Adam Johnson entschieden von den von Sunderland. Ja, genau. Mit einem guten Dribbling, 4 Sterne Skills, mit einem sehr, sehr guten Tempo und auch mit einigermaßen guten Schüssen. Aber die waren dann auch wirklich nur gut mit links, denn er ist Linksfuß und hat seine Qualität mit links natürlich besser zeigen können als mit rechts. Ja, hat mir sehr gut gefallen eigentlich, war ein flinker rechtes Mittelfeld und ja, die Entscheidung war diesmal echt auch nicht leicht, denn ich habe das Gefühl, je näher ich der Offensive komme, desto schwerer ist es mich zu entscheiden, wen ich wo platziere. Ich habe mich jetzt so entschieden, Adam Johnson auf Platz Nummer 5, jetzt gehen wir weiter zu Platz Nummer 4, da habe ich mich für Hulk entschieden von Zenit St. Petersburg mit einer hohen Endgeschwindigkeit, mit sehr, sehr guten Schüssen, die aber auch wieder nur mit links sehr, sehr gut waren, 4 Sterne Skills, gute Freistöße und einer sehr hohen Stärke. Ja, Hulk ist so eine Sache für sich gewesen. Auf der Karte müsste man meinen, das ist ein unglaubliches Biest. Aber das war er leider nicht. Er war ein guter rechtes Mittelfeld oder rechter Flügel oder rechter Stürmer. Aber er hat sich manchmal ein bisschen komisch angefühlt. Deswegen habe ich auch hingeschrieben, hohe Endgeschwindigkeit. Seine Beschleunigung war irgendwie total schlecht. Aber ansonsten konnte man ihn kaum vom Ball trennen, weil er, wenn er auf Tempo war, sehr, sehr schwer zu trennen war. Und ansonsten war er wirklich ein sehr, sehr guter rechter Mittelfeldspieler mit unglaublich guten Schüssen. So, Platz Nummer 3. Da habe ich mich für Maggio entschieden von Napoli. Der hat mir schon immer gut gefallen hier bei FIFA 13. Mit einem guten Tempo, mit soliden Flanken, soliden Pässen, guten Kopfball, 82 Kopfball. Für ein rechtes Mittelfeld ist super. Ein günstiger rechtes Mittelfeld. Und mit einer guten Defensivarbeit. Das hat mir bei ihm echt sehr, sehr gut gefallen. Besonders in Formationen 3-5-2 zum Beispiel konnte man ihn super rechts platzieren und man hatte dann jemanden, der auch mal verteidigen kann und auch mal aushelfen kann hinten, also der es wirklich kann mit 77 Defensive oder 82 Kopfball. Ich habe den echt gemocht und er war echt ein guter rechtes Mittelfeld, deswegen auf Platz 3 bei mir, aber Platz Nummer 2 schlägt natürlich alle anderen hier von Platz 5 mit Abstand, und zwar ist es Di Maria von Real Madrid mit einem sehr, sehr guten Tempo, sehr gutes Dribbling, 4 Sterne Skills, gute Flanken und sehr, sehr gute Schüsse mit links natürlich auch wieder nur bei ihm. Mit ihm konnte man aber super nach innen ziehen und mal mit links abziehen. Das habe ich besonders gern gehabt, rechte Mittelfeldspieler, die Linksfuß sind. Das gehört zu meiner Spielweise, dann nach innen zu ziehen, und da hat Di Maria perfekt reingepasst und mir gefällt er eigentlich. Er war auch sehr beweglich, wie so ein war ein Flügelflitzer, der alles Mögliche kann, außer verteidigen und Kopfball, das muss er aber nicht können. Di Maria, wirklich ein sehr, sehr guter rechtes Mittelfeld bei mir gewesen, aber Platz Nummer 1 ist mit Abstand der beste rechte Mittelfeldspieler im ganzen Game, Arjen Robben natürlich, mit einem unglaublichen Tempo, 93 Tempo, Leute, unglaublich beweglich, ja, das ist wohl wahr. Seine Schüsse, seine Longshots, hammergeil, 85 schießen, aber auch da natürlich wieder nur mit links waren seine Schüsse gut, aber wenn man ihn auf dem linken hatte, würde ich sagen 90% Torwahrscheinlichkeit, wenn man vorm Tor stand, perfekte Ballführung, ihr kennt ja Robben Style, ganz eng am Fuß den Ball führen, 4 Sterne Skills, und was ich natürlich als Bonus nach oben drauf gelegt habe, ist sein enges Trikot. Ich finde einfach die Spieler in FIFA 13, die mit dem engen Trikot rumlaufen, irgendwie richtig geil. Also macht richtig Spaß, mit diesen Leuten zu spielen. Zum Beispiel Christian Eriksen oder Arjen Robben in dem Fall. Es gibt ja noch ein paar andere. Arjen Robben, richtig gut gewesen. Bei mir zumindest als rechter Flügel, rechtes Mittelfeld oder rechter Stürmer. So, wer gehört denn in eure Top 5 der rechten Mittelfeld, rechter Flügel, rechter Stürmer? Schreibt das bitte in den Kommentarbereich. Und natürlich freue ich mich wie immer über ein Like von euch. Und ich hoffe wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. In der nächsten Folge machen wir dann die ZOMs, genau. Und dann gehen wir auch schon zum Sturm. Es bleibt spannend, wer wird der beste Spieler sein bei mir. Danke fürs Zusehen, euer Haxenbayer.